Alle willkommen in der Galerie. Diesmal ist es ein bisschen anders als normal. Ich befinde mich alleine hier und hoffe trotzdem, dass ihr die Chance habt, in den nächsten Monat die Ausstellung dann in Live anzuschauen. Aber ich führe euch einmal ein bisschen herum, damit ihr so mitbekommt, was die Ausstellung ausmacht, wer ausgestellt ist, und es gibt auch ein paar Statements von den Künstlerinnen, und ich freue mich, wenn ihr jeden Tag immer online schaut, ob es was Neues gibt. Die einzelnen Arbeiten werden dann später besprochen, aber nun mal zum Titel der Ausstellung. No Pity, an artist's duty is to reflect the times. Das ist ein sehr schöner Satz, der von Nina Simone kommt. Und kurz möchte ich die Künstlerinnen vorstellen, die in dieser Gruppenausstellung vertreten sind. Wir haben hier Vlasta Delima, Laura Fitzgerald, Parastufo Hua, Vladka Horvat, Eva Kotakova, Evelyn Loschi, Veronika Merklein, Carol Rama, Dennis Schellmann und Nancy Sparrow. Und jetzt führe ich euch mal kurz durch die Ausstellung und zeige euch die Kunstwerke. Später werden dann die einzelnen Arbeiten noch genauer beschrieben. Auf der rechten Seite sehen wir zuerst eine Arbeit der kroatischen Künstlerin Vladka Horvat mit dem Titel Anatomies. Dann die italienische Künstlerin Carol Rama mit Cado und Evelyn Loschi mit der Arbeit, der performativen Arbeit In Between. Weiter geht es dann zu der Arbeit von Vladka Horvat, And Counting Two. Auf der Frontwand befinden sich dann zwei Kunstwerke der iranischen Künstlerin Parastur Fohua, 1001 Tag. Und die zweite Arbeit heißt End Flashing. Wir begeben uns dann in die sogenannte Kapelle der Galerie. Hier befinden sich drei Arbeiten der amerikanischen Künstlerin Nancy Sparrow. Drawing of a Witch. Kleines Detail. Und hier zwei Arbeiten mit dem Text explizit, den sie immer wieder verwendet hat und eingesetzt hat. Sehr schöne Details, auch hier kann man erkennen. Und hier befindet sich dann auf der letzten Wand, auf der anderen, Arbeiten von der kroatischen Performance-Künstlerin Vlasta Delima. Die Arbeit heißt Bards, untitled und Injustice.